Hallo und herzlich willkommen YouTube beim Killer Party und heute der nächste Part von Let's Play FIFA 12 und zwar mit Werder Bremen natürlich wie sonst auch immer und zwar ein Gastspiel beim Tabellenersten und zwar Dortmund. Ja, nächste Partie, mein Teammanagement Kader. So, Wiese, also Naldo, Brödel, Hör mal einen Triebel rein. Und ich würde auch einfach mal Marien raus tun und doch hier mal einen Triebel rein tun. Ich habe mal, vielleicht funktioniert das ja. Nächste Partie, Partie spielen. So, und spielen. Aufstellung bei Bremen, Wiese, Böhne, Sokrates, Brödel, Hartes, Borowski, Fritz, Tribul, Junusowitsch, Rosenberg und Claudio Pizarro. So, hier haben wir Clemens Fritz, den Kapitän. Ja, Kapitän. Wiese. Ach komm, geh halt hin. Ach, ist ja wurscht. Los geht's. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht, aber eine Aufnahmebildschirm laggt es brutal. Hier die Tabelle. Da hat man erst dabei, zweiter Bremen, dritter. So, los geht's, Dortmund, bitte mal das Barrios, Kagawa. Kagawa. Hamburg wird schon gegen Freiburg mit 1:0. Borowski. Junusowitsch. Tribul. Matthias. Nee. Pizarro. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Ja, und bei diesem Götze. Tribo, nein, hat jetzt scheint verletzt zu sein. Ja, aber er steht langsam wieder auf. Right. Oh Scheiße. Scheiße. Markus Rosenberg. Ein herrlicher Pass. Das ist es. 14. Spielminute, 1:0 für den BVB. Barrios. Da ist es, das Fleisch gewordene Einwurf Bremen. Also ich hätte da weiterspielen lassen. Beide so oben vom Assistenten und wir können hier belegen. Ja, gut gespielt, Bönisch. Nee. Kommt nicht an. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Die anderen können sie nur noch mit dem Fernseher sehen. Sie sind ganz gut. Oh Manni, Manni, ein Spruch von Uli Hoeneß aus deinem Mund, aber ist natürlich völlig korrekt. Die stehen gut da. Wiese, Sokrates. Ja, das ist nicht nur Timo. Fritz. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Kommt nicht durch. Borowski. Borowski. Kagawa, Fritz. Wieder Kagawa. Pizarro. Nicht gut gepasst. Tribul. Und Roman Weidenfeller.
nach dieser Abwehraktion. Schöne Attacke in der Nähe der Seitenlinie. Borowski. Borowski. Nee, den kriegt er nicht mehr. Prima Balleroberung, jetzt muss es aber abgehen. Da stand er genau da, wo er zu stehen hat. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Er spielt den Dribbel auf die Außenposition. Sie versuchen zu geben den Ball. Pässe kommt überhaupt nicht mehr an. Kann er sich den Ball holen? Den muss er jetzt rausholen. Boah, Glück gehabt. Und schon wieder. Toller Pass. Und schon wieder viel Pass. Immer noch. Boah. Und schon wieder. Ach, was ist heute los? Junusovic. Junusovic. Jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein Loch aufzureißen. Kommt nicht durch. Aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Kein Abseits. Kagawa. Nee. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber ein neuer Mann. 2-0. 2-0. Für den BVB. Wir müssen definitiv mehr tun. Und nicht zu viele Fehlpässe. Fritz. Nee. Halbzeit, 2-0. Der Keeper sagt no. Und das wieder bei richtig guten Parade. Pizarro. Tu mal ein Ekici rein. Vielleicht funktioniert das jetzt besser. Voller Einsatz gegen den Mann. Fritz. Wieder Fritz. Ekici. Markus Rosenberg. Und schon wieder ist der Ball in den eigenen Reihen. Es spielt nur Dortmund, es spielt nur der Tabellenerste. Er ist gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ball besiegt. Boah, Glück gehabt. Aber Bremen. Boah, Bremen mit viel Glück. Nee, da kommt er nicht dran. Bremen heute nicht gut. Vielleicht jetzt mal. Nee, nicht wirklich. Wieder zurück. Junusovic. Rosenberg. Nee. So wird das nichts. Schwer vorstellen, dass das jetzt so gut geht. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Rosenberg jetzt mal. Rosenberg. Aber was soll er machen? Wo soll er hinspielen? Wo soll er hinspielen? Es läuft doch keiner Mensch frei. Pizarro auch nicht. Gut heute. Bekannter Pass, aber er kommt an. Barrios. Und hat jetzt klärt. Ein Wurf für Dortmund. Zidane kommt und Barrios geht. Der Ex-Bremer. Kagawa Vite. Oh. Wechseln wir nochmal aus. Borgfrede für Borowski. Ecke. Götze.
69. Spielminute. Bremen jetzt nur noch in der Verteidigung. Zum zweiten Mal rettet das Alu für Bremen in dieser Partie. Also die 2-0-Führung noch schmeichelhaft für Bremen, könnte noch eigentlich viel höher stehen gegen den ersten in der Liga. Jetzt Subotic, den klärt er. Gündogan. Bönisch. Will ja auch zu Euro 2012. Ekici. Nee, aber Einwurf Bremen, immerhin Einwurf, immerhin. Auswechslung bei Dortmund. Löwe kommt für Kringe. Ekici. Ekici. Abseits, abseits. Hier. Ja. Zu spät reingelaufen. Wäre sogar ein Eigentor gewesen. Von Koch. 9 Minuten noch zu gehen. Nee, nicht einmal ein Ehrentreffer. Einwurf. Dortmund. Löwe. Kagawa. Nee.